Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie daheim kommentieren. Wir zeigen Ihnen heute eine sehr interessante Partie. AS Monaco gegen RB Salzburg. Also ich bin sicher, das wird ein Riesenspiel. Geht bei den beiden Mannschaften doch gar nicht anders. Anstoß Monaco. Crepin Diatta. Da ist Ben Yedda. Er ist frei, da kann was draus werden. Monaco mit dem Tor. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Sie unterstützen gut. Was macht er draus? So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Ecke wird kurz ausgeführt. Zweikampf war gut. Es wird hier mit Ecke weitergehen. Und das Tor hier noch einmal in der Wiederholung. Sie nehmen die kurze Variante. Der Gegner war dran. Noch ein Eckball. Kurze Ecke jetzt. Toller Zweikampf. Crepin Diatta. Da ist Ben Yedda. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Stark gearbeitet. Ben Yedda, es sieht immer besser aus für Sie. Sie machen das Tor. Jetzt beträgt die Führung 2 Tore. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für Sie. Capaldo. Starkes Tackling hier. Beim Ballbesitz tut sich die AS Monaco im bisherigen Spielverlauf schwer. Aber wir wissen natürlich, Ballbesitz ist nicht alles. Sehen wir auch am Ergebnis. Du musst aus dem Ballbesitz, den du hast, einfach was machen. Jetzt heißt es erstmal aufpassen bei diesem Angriff. Jetzt eine Chance. Das ist der Anschlusstreffer. Ist noch mehr für Sie drin. Bild, 2:1. Hier ist noch alles drin. Jetzt Volland. Volland. Volland, gute Chance jetzt. Unheimlich wichtig, dass er da dazwischen geht. Einwurf Monaco. Volland. Ben Yedda mit der Chance.
Was für ein Reflex. Boah, Wahnsinn. Wie er den noch gehalten hat aus der Entfernung. Großartig. Ecke kommt in den 16er. Da muss er doch klären, aber Ball bleibt gefährlich. Wissam Benjeda. Da ist die Chance. Jetzt der Schuss. Tor für den AS Monaco. So, kurze Pause. Das haben sich die Mannschaften auch verdient. Die erste Spielhälfte ist zu Ende. Benjeda spielt heute richtig gut. Er bietet sich immer wieder an. Er ist immer wieder enorm gefährlich und hat ja auch schon getroffen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Da ist Platz für den Konter. Vielversprechender Steilpass. Guter Steilpass. Souverän, wie sie das hier machen. Nächstes Tor, drin der Ball. Die Führung damit. 3 Tore. Beep. 4-1 jetzt also. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Chance Kevin Volland, den hat er super gehalten. Sie wechseln also aus. Kurze Ecke. Wissam Benjeda. Nächste Ecke jetzt. Jetzt kommt nochmal die Wiederholung vom Treffer eben. Wir sehen die kurze Variante. Wissam Benjeda. Schuss Kevin Volland. Das macht er sicher. Und jetzt ist der Ball geklärt. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Wichtig natürlich, dass sie da dazwischen gehen. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Die Chance jetzt. Was für ein Tor! Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4-2. Gehalten. Macht er gut. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Ecke wird kurz ausgeführt. Crepin Diatta. Guillermo Maripán. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Volland. Da muss er aufpassen.
Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Viel Platz für den Konter jetzt. Starkes Tackling hier. Ist das der Anschlusstreffer? Da ist das Tor. Damit sind sie in dieser Schlussphase fast wieder dran. Eins fehlt noch. Beeindruckend. 7 Tore insgesamt, 4:3 der Spielstand. Da ist die Chance. Damit ist dieses heutige Spiel also zu Ende. Der Sieg geht hier an die Gastgeber. Wichtig, dass sie diesen knappen Sieg ins Ziel retten, dass sie den über die Zeit bringen. Es hätte auch anders ausgehen können. Und wir sehen hier, wie die alle durchatmen. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.